Nehmen schon Brot, was fertig ist. Das funktioniert nämlich viel besser. Ja, genau so funktioniert das. Und innerhalb von wenigen Sekunden sind die fertig. Ja, moin ihr Lieben. Heute haben wir die Sache mit dem Stockbrot vor. Stockbrot kennt ja jeder. Das ist so eine Geschichte. Ja, Papa muss mit dem Kind nochmal so ein bisschen Abenteuer machen und dann wird so ein ganz langer Stock ausgesucht, möglichst dick, und dann kommt so ein dicker Klumpen Teig drauf, wird da angekokelt, außen ist er schwarz, der Kleine hat die Lust verloren und Papa kokelt das Zeug zu Ende. Frustriert sind alle, aber das scheint bei jedem Deutschen irgendwie Lagerfeuer inzwischen ganz kurz verschaltet zu sein mit Stockbrot. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das muss doch anders gehen. Und habe dann mit dem Jonas Taurek von Petromax gesprochen und kam an, ich habe so Spieße fürs Lagerfeuer. Die kann man so rausziehen und dann kann man was draufpieken und dann kann man das so rösten. Da sage ich, das ist aber schön, aber bieg die mal andersrum. Mach die mal so rum. Ja, warum? Ja, ganz einfach. Wenn man dann was nach unten hält, rutscht das nicht runter. Ist viel einfacher und funktioniert. Und diese Spieße gibt es natürlich bei mir zu kaufen. Gar keine Frage. www.carstenbote.de. Link unten in der Beschreibung. Und jetzt zeige ich euch aber, wie man damit am besten umgeht. Und zwar, wir hatten ja im anderen Video schon mal unseren Knoblauch gemacht hier. Den wunderbar weich gebackenen aus dem Dutch Oven. Jetzt nehmen wir unser Brot. Und zwar, wir nehmen schon Brot, was fertig ist. Das funktioniert nämlich viel besser. Schneiden das einfach mal in große Stücken, eben keine Scheiben, große Stücken. Und die werden nochmal aufgeschnitten wie ein Brötchen. So, dann klappt man die auf und bestreicht die Innenseite mit diesem weichen Knoblauch. Ja. Das riecht. Wahnsinn. Ihr könnt von dem Knoblauch ruhig mehr machen. Der hält sich ein paar Tage im Kühlschrank. So, wer nicht die Muße hat, vorher Knoblauch zu machen, der kann auch einfach Kräuterbutter drauf schmieren. Ich nehme jetzt hier eben den Knoblauch, ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl und dann werden die genau so aufgespießt, dass die Gabel hier durch die harte Kruste geht. So, seht ihr das? Und dann kann man nämlich das direkt übers Feuer halten. Da fällt nichts runter, da passiert überhaupt gar nichts dran. So, ich zeige euch das mal. Ja, genau so funktioniert das. Und innerhalb von wenigen Sekunden sind die fertig. So, aber der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein, sondern es kann auch mal gerne ein bisschen Wurst dabei sein. Und dann kommt immer das ins Spiel, es soll möglichst einfach sein. Und deswegen haben wir für die Kinder hier ein paar Nürnberger Würstchen. Und die werden hier so schön längs draufgeschoben. Die können nicht runterfallen, sind schnell gar. Und die haben auch so eine Zusatzstoff da drin, dass sie möglichst schnell braun werden. Das heißt also, man kommt da ruckzuck zum Erfolg und ist die Portion nicht so groß und das funktioniert super. Wichtig ist hier, über die Glut zu gehen und nicht direkt in die Flammen. Aber das geht ja hier ruckzuck, da sind die Würstchen braun. Vielleicht innen noch kalt, aber die sind ja gebrüht und sind deswegen also problemlos zu essen, auch draußen. Ja. Auf geht's zum nächsten Video.